Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon sehen konntet, geht es heute mal um die Erdbeeren. Ich habe mir ein paar Pflanzen gekauft. Drei Sorten, und zwar die Corona, die Sengana und die El Santa. Die drei Sorten. Jetzt haben wir auf dem Sperrmüll ein paar Erdbeerpflanzen finden können. Ja, hier sind wunderbare Erdbeerpflanzen, die jemand weggeschmissen hat mit Erde und alles. Zweijährige sogar. Ja, richtig tolle Pflanzen. Die haben sie einfach weggeschmissen und deswegen haben wir uns die einfach mitgenommen. Ja, das waren glaube ich 5 Pflanzen. Richtig schöne Pflanzen, zweijährige Erdbeeren. Und ich sag euch, die werden die schönsten Erdbeeren dieses Jahr bringen. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man so tolle Pflanzen doch wegschmeißen kann. Ja, gut, die werden wir heute einpflanzen. Und Mitte März, und wir haben schon die ersten Radieschen. Wahnsinn, ging wirklich schnell, die werden jetzt von Woche zu Woche immer größer und dann kommen schon die neuen. Wunderbar, probieren wir mal so ein Radieschen hier. Komm, ein bisschen Dreck hat noch nie eingeschadet, ne? Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich schon das erste angelegt. Das sind alle Erdbeerpflanzen, die aus meinem Garten noch auffindbar waren. Da ist ein Vlies drüber oder ein Netz, weil die Rehe gerne die frischen Blättchen hier abfressen. Ja. Rehe essen sehr gerne Blätter von Erdbeeren, gerade die frischen. Deswegen unabwendbar hier die zu schützen. Genau daneben machen wir nochmal so ein Hügelbeet. Und da kommen dann unsere neuen Pflanzen rein. Beziehungsweise unsere gefundenen Pflanzen hier, sind ja 6 Stück. Blätter noch ab hier, können weg. Nur noch einen kleinen Gießkreis hier, wir gießen die auch gleich an. Ja, man kann ruhig ein paar Wurzeln abreißen. Wir können sie auch abschneiden. Dann wachsen sie besser an, das ist wirklich so. Ein bisschen die Wurzeln kürzen. So, sieht doch ganz gut aus. Sollte erstmal reichen als Schutz. Jetzt können die Erdbeeren erstmal anwachsen und später machen wir das Netz noch ein bisschen höher. Vielleicht machen wir auch einen Bogen rüber oder so. Jetzt ist erstmal okay. Ich habe mir noch ein paar Kräuter besorgt, und zwar hier Oregano, Zitronenthymian und normalen Thymian. Dann habe ich ein paar frische Kräuter, die pflanzen wir heute auch noch ein. Die kommen hier hin. Oregano kommt anscheinend doch wieder. Ich dachte, der hat den Winter nicht überlebt, aber anscheinend doch. Da hinten. So. Ja, hier, der Weg, der soll noch ein bisschen eben gemacht werden und dann kommt da so ein Rindenmulch rauf, dass ich nicht jedes Mal das Gras wegmachen muss.